Hoppala. Hallo, da sind wir wieder mit Let's Play Hamtaro. Und ja, das habe ich gerade am Anfang ein wenig verkackt, aber macht nichts. Ist nicht schlimm. Ich bin wieder der Max und ich freue mich, euch Hamtaro weiter zeigen zu können. Zu dürfen. Und ich habe hier was am Arm. Passt schon. So, ja. Wie in der ersten Aufnahmesession, ich bin immer noch in meinem Häuschen, Zimmerchen, Kämmerlein, schnell kleine Kämmerlein und ja, Mugnus haben wir gefunden, Bijou und da oben ist er, Schlagsau und Boss. Hey Hamtaro, harte Arbeit zahlt sich irgendwann aus, richtig? Nun musst du nur noch 9 Hamster finden. Übrigens, ich habe Informationen über Iroh. Er wurde zuletzt in der Sonnenschule gesehen. Und jemand hat die Du in den Ruinen gesehen. Ich habe außerdem neue Handschaltwörter gelernt. Gib mir doch mal bitte dein Notebook. Bitteschön. Dieses und dieses. So, das wär's. Und 2 neue Wörter eigentlich. Rupf, ziehen und Brockel stoßen. Brockel, Brockel. Ha, cool. Wo hat der denn bitte den Stock her? Meinetwegen, ja. Und ziehen. Auch nicht schlecht. Rupf, rupf. Und nun sorgt dafür, dass die anderen wieder eher zurückkommen, okay? Jawohl, Boss. Mach ich, wenn ich Zeit dafür gefunden habe. Na, Razzi, alles klar? Ach, der chillt einfach. Oh, Razzi ist geil. Das hätte ich heute auch gerne gemacht. Wenn ihr mal richtig chillen wollt, dann macht es wie Razzi. Also, wenn ihr richtig ausspannen wollt, macht es wie Razzi. Legt euch hin und bleibt liegen und macht gar nichts. Ich glaube, das ist definitiv das Beste, um mal richtig auszuschalten. Wir müssen wieder in den Sonnenpark zurück. Weil unser Chiller-Hamster ist weg. Ey, wo ist der Sonnenbade-Hamster? Ist weg, ist abgehauen. Ist weg. Wir müssen ja hier noch Paschmina hier finden. Paschmina sollten wir noch hier finden. Müssten wir neu finden. Und? Was bist du denn bitte für einer? Hallo. Hallo, der Digidugi-Shop wurde modernisiert. Für den unglaublichen Preis von 3 Sonnenblumenkerne darfst du an 3 Stellen graben. Was du findest, gehört dir. Wie findest du das? Möchtest du es mal versuchen? 6 Löcher an 3 Stellen gibt es. Und 3 Löcher darf ich graben. Ja, machen wir mal. Danke, das macht dann 3 Sonnenblumenkerne. Du besitzt 43 Sonnenblumenkerne. Hui. Dann buddel mal schön. Viel Glück. Die Musik ist auch cool. Digidugi. Und du hast 1 Sonnenblumenkern erhalten. Das ist schon mal ein Anfang. Was haben wir hier? Nichts, das ist schlecht. Und hier? Nichts. Okay, aufhören. Und wie war's? Hat's dir Spaß gemacht? Nein, ich habe nur 1 Sonnenblumenkern gefunden. Scheiße. Ich habe -2 Verlust, das gefällt mir nicht. Das war schon nicht schlecht. Wie wäre es mit einem neuen Versuch? Hm? Nein. Nein, danke. Das ist deine Entscheidung. Komm wieder, wenn du deine Meinung änderst. Abzocker. Schauen. Gucken, ob ich wieder komme. Überlege mir nochmal. Schwer überlege ich mir das. Hoppala. Aua. Ja, über diesen kleinen Stein kann man Tatsache drüber stolpern, der hier im Boden sitzt. Aber nur, wenn man drüber rennt. Wenn ich jetzt laufe, macht es nichts. Aber wenn ich draufstehe und anfange zu rennen, flöpp, fliege ich erstmal drüber. Ist total geil. Wir gehen rutschen und... Oh, hallo. Ah, unser Sonnenbadehamster. Ich habe literweise Olivenöl ausgetragen. So kann ich bestimmt super schnell rutschen. Na, dann rutsch mal. Und wir rutschen natürlich direkt hinterher. Hui. Wo sind wir denn bitte? Hui, das sieht aber schön aus. Hier ist so eine Hamm-Boutique. Da will ich jetzt auch nicht. Boah, eine Truhe. In bestimmten Stellen in diesem Spiel gibt es sogar Truhen. Nicht so wie in Zelda, das ist hier. Du hast die Karte oder den Bumerang oder was auch ich gefunden. Nein. Hier bautzen wir es auf und stachen rein. Starri. Und wir finden da das Triforce. Ach nee, schade, doch nicht. Waren nur 3 Steine. Mist. Das wär's. Wäre auch eine coole Idee.
Öffne eine Truhe. Dududum. Du hast das Triforce gefunden. Hör, falsches Spiel. Ups. So. Was ist jetzt hier mit unserem Kollegen hier? Hallo. Oh, ja, der ist platt. Ich bin auf ihn gelandet. Ich glaube den. Oh, hier liegt eine Pfütze. Was passiert wohl, wenn ich da drin grabe? Wow! Das ist tatsächlich der geheime Blumengarten. Existiert! Ich kann es einfach nicht glauben! Hey, die Schatztruhe ist ja offen. Hui! Sind da etwa Steine drin? Oh, da war jemand schneller als ich. Nun. Wie auch immer, lass uns verschwinden. Ah, verschwinden. Hier sind zwei Hamsterköpfe auf dem Boden abgebildet. Das heißt, man braucht zwei Hamster, damit sich die geheime Tür zum geheimen Blumengarten öffnet. Interessanter Mechanismus, oder? Die öffnet sich aber nur von innen. Von außen kommt man nur über die Rutsche, wenn man 100 Liter Olivenöl aufgetragen hat. Also um super affenschnell zu rutschen. Tja, so ist das halt, ne? Pfiff und wir erhalten drei Sonnenblumenkerne. Ach, guck mal, das sind meine drei Kerne, die der Typ mir vorhin abgezogen hat. Ja. Gehst du bei Schmiedalung? Ich gehe erstmal hier raus. Weil wir hatten, in der letzten Aufnahme hatten wir von einem Typ eine Gurke gekriegt, um sein Haustier zu finden. Nicht sein Tricket zu finden. Nicht sein Ticket, sondern ein Tricket. Ja, ist ein Dreier-Ticket. Nein, natürlich nicht. Ihr wieder glaubt, Leute, ist unfassbar. Nee. Und, oh, der Klitzi-Kuh-Hamster ist weg. Die Hamsterin ist weg. Aber das hat uns im Moment nicht zu jucken. Wir suchen nämlich ein Tier, ein Tricket. Und, wer es glaubt oder nicht, es ist tatsächlich hier die komische Grille und die ist Gurken. Wahrscheinlich am Stück oder so. Anstelle eines Kerns hast du Tricket gefunden. Tring. Kein Kern, aber doch ähnlich. Grille. Da ist eine Gurke. Okay. Wir haben Tricket gefunden, den müssen wir jetzt zurückbringen. Und, wow, Tricket hat die Gurke aufgefuttert. Aber er mag dich. Ach, das ist schön. Ach, er mag mich. Ich bin so stolz auf mich. Mich mag eine Grille. Wahnsinn, oder nicht, Leute? Mich mag eine Grille. Denn er rennt nicht weg. Ja, wunderbar. Und wer jetzt noch interessiert, was aus dem kleinen Hamster-Mädchen geworden ist, das kann ich euch auch noch zeigen. Das ist noch nicht weit. Weil nämlich der Große ist nämlich auch weg. Aha. Und der saß natürlich auf irgendwas drauf. Auf drei Sonnenblumenkerne saß er drauf. Jetzt habe ich 51, das ist gut. Weil, ob ich es glaube oder nicht, guckt mal, was da rumfliegt. Meine Herren, da scheint es ja abzugehen wie Sau. Hallo. Ja, natürlich merkt mich keiner. Bautz! Erschrecken! Hey! Oh, du bist das. Tut mir leid, ich unterhalte mich gerade mit meiner Freundin. Komm doch später vorbei. Sorry, aber ich unterhalte mich mit meinem Freund. Wir sehen uns später. Unterhalten. Bestimmt. Bestimmt. Ja. Sowas nennt ihr unterhalten. Was auch immer. Zurück zum Sonnenpark. Wir haben Tricket gefunden. Wir müssen einem Tier seinen Tierfreund zurückbringen. Ja, er ist ein Tier, aber auch mein Freund. Ja, sei stolz, du bist auch ein Tier. Wahnsinn, nicht? Ja. Ach Gott, bing, ich muss gar nicht mehr sagen. Boom. Boah, Tricket! Wo hast du nur gesteckt? Ich war krank, Vorsorge um dich. Also nur an einer Stelle gegraben, du Clown. Das ist unfassbar. Ich gebe dir dies als Belohnung, weil du mein Tricket gefunden hast. Yeah. Ich habe dies bekommen. Die Frage ist, was ist dies? Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach dies. Dies passt nur zu das. Dies. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Es ist irgendwie so ein Bullshit-Teil. Es ist irgendwie so ein komisches Teil, aber total krank. Fragt mich nicht. Es ist
Irgendwas im Tausch. Frag mich nicht. Ich hab nix in Ahnung. Sekunde mal kurz. Entschuldigung, dass ich nicht da war. Es ist etwas. Ja, ich wurde halt gestört. Solche nervigen Menschen, die sich meine Eltern schimpfen. Schafft euch niemals Eltern an, glaubt mir. Denkt man hat seine Ruhe, so abends, 10 Uhr, halb 11, kann in Ruhe was aufnehmen, mal was spielen. Nein, natürlich nicht. Platzt dann direkt rein und wollt irgendwann von einem oder fragen, warum man hier die ganze so sinnlose rumquatscht. Naja, ihr wisst ja. Hallo. Dieser Klettes grüßt ist einfach ihre Wähle eine Stange aus und klettere dann nach oben. Bei jeder Strebe ändert sich die Richtung, in die du läufst. Ausnahmslos. Schick, das sehen wir nun nicht wirklich. Aber, wenn du das sagst, dann klettern wir mal rauf mit Rauflauf. Oh, jede Strebe müssen wir natürlich mitnehmen. La 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 la. Paschmina. Hallöchen. Oh, verfehlt. Was bist du für einer? Du siehst lila aus. Na dann. Klettern wir mal hier hoch. Sinn. Sinn. Ich hab immer noch was am Arm. Das ist ätzend. Da sitzt einer. Was wohl gewollt ist? Hallo, Paschmina. Oh, Hamtaro. Was sollen wir bloß tun, Hamtaro? Mein heißgeliebter Schal. Oh, ja, ihr Schal. Ich kauf dir einen neuen. Hör auf zu heulen, das ist ja grausam. Er hält ja kein Mensch aus. Beziehungsweise kein Hamster. Ja, ich weiß, bin mir da gemein. Macht nix. Das war eine Fliege. Kein Sonnenblumenkern, eine Fliege. Das ist auch wieder so heldentatig. Kann man eine Fliege? Eine Fliege? Mit einem Sonnenblumenkern verwechseln? Ich weiß nicht, diese Verwechslung finde ich irgendwie total, wie das geht. Die da vorgestellt haben, die Entwickler. Aber mein Gott, kann ich nichts dran machen. Du hast einen Stein gefunden. Oh, doch nicht, es war ein Frosch. Tja. Könnte ich mir auch was vorstellen. Du hast einen Stein gefunden. Oh, schade, tut mir leid, war doch nur ein Frosch. Bob. Naja, das ist eher unwahrscheinlich, dass es passiert. Und. Fail. Ah, aber die Krähe hat den Schal aufgefangen. Das ist eine nette Krähe, oder nicht? Oh, jetzt klettern wir mal hier hoch. Und mal jede Strebe einmal mitnehmen. Ah, gucken, wohin das alles führt. Und? Hallo? Scheint zu schlafen. Das kann ich ändern. Der Boden vibriert zu stark. Oh, schade, ich hätte gern gebaut. Aber, ist da oben da schläft. Das kann ich ändern. Pass mal auf. Die Stange war das. Bounce. Klatsch. Ich bin ja so böse. Hallo. Hey, Hammer. Mir ist immer noch schwummerig. So, wenn ich jetzt nochmal bauze. Bounce. Wow. Hast du das Beben verursacht? Bist du furios auf mich? Du hast geschlafen. Das geht gar nicht. Deswegen bin ich wütend auf dich. Wäre natürlich ein dämliches Motiv, aber warum nicht? Nein. Ich bin nicht sauer auf dich. Nein. Ich fand es einfach nur lustig, dich mal runterzuschmeißen. Du kannst dann hier oben nicht so faul rumliegen und pennen. Nee, geht gar nicht. Das geht gar nicht. Oh, Paschmina, ihren Schal. Mhm. Und Nebelkrähe. Oh, kriege ich jetzt den Schal aus hier wieder raus. Hallo. Oh. Awesome. Oh. Huh?